Hallo und ein recht herzliches Willkommen zurück beim Verkünder. Heute nehme ich den Battlefield-Trailer auseinander. Und zwar den Gameplay-Trailer. Ja, meine Eindrücke und meine Meinungen werde ich hier preisgeben. Und ja, natürlich ist das meine subjektive Meinung, die müsst ihr nicht unbedingt teilen. Ja, nur ich würde mich freuen, wenn ihr fleißig kommentiert und diskutiert. Viel Spaß! Hier in der Szene sieht man ganz klar, dass es sich wieder um riesengroße Schlachten handelt. Und wie viel einfach auf dem riesengroßen Schlachtfeld los ist. Also, ich finde, dass Battlefield definitiv wieder das Zeug hat, zur alten Stärke heranzuwachsen. Vor allem mit diesem Teil. Unglaublich, was hier gameplay-technisch und grafisch schon im Trailer zu erkennen ist. Der absolute Hammer. Hier sieht man jetzt auch das erste Mal das neue Gadget in Aktion, den Greifhaken. Einfach rauf auf den Kran und tun, was getan werden muss. Der absolute Oberhammer, also weil da jetzt einfach möglich ist, endlich mal wieder richtige Battlefield-Momente, so wie man das auch ja, aus Battlefield 3, Battlefield 4 kennt. Hammer einfach. Hier sehen wir jetzt auch wieder, wie sich nach einer Naturkatastrophe zum Beispiel die Map verändert. Ja, dieser unglaublich epische Sandsturm. Boah, also einfach nur unfassbar geil gemacht. Und ich bin gespannt, welche Grafikkarte man dafür braucht. Und das hier ist jetzt auch wieder ein neues Feature. Und zwar kann man jetzt endlich auch ja, Nachschub anfordern, wie zum Beispiel Panzer oder dergleichen. Also das finde ich auch richtig, richtig geil. So lässt sich das Schlachtfeld auf jeden Fall immer gut für sich nutzen und auch, ja, es bringt einfach viel Abwechslung rein. Und da ist das, was mir bei den letzten Battlefield-Teilen einfach gefehlt hat. Bin ich ganz ehrlich, also die letzten Battlefield-Teile, die haben, ja, abwechslungstechnisch haben die bei mir echt versagt gehabt. So, das war eigentlich immer das Gleiche. Aber dieses Battlefield scheint einfach mal wieder frischen Wind in die Serie zu bringen. Und ich bin guter Dinge. Ich werde die Beta spielen und ich werde das Spiel auf jeden Fall, ja, ordentlich unter die Lupe nehmen. Hier in diesen Ausschnitten lässt sich auf jeden Fall mal wieder richtig geil die Grafik erkennen. Also schaut euch die Explosion an und alles. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie sich das ganze Spiel so anfühlt, wie die Dynamik ist. Also mich erinnert das alles so ein bisschen an Battlefield 3, Battlefield 4, so das Gunplay und alles. Und ja, da will ich dann auch wieder hin, da habe ich mich wohl gefühlt als Battlefield-Fan. Also ich freue mich da riesig drauf, auf dieses Spielerlebnis. Und hier noch ein neues Feature, was für Abwechslung und Innovation sorgen sollte. Klar, wenn man Metro gespielt hat und so kennt man das, aber endlich kann ich meine Waffe customizen, während ich im Kampf bin, also während ich im Match bin. Total genial, dass ich jetzt endlich mich der Umgebung perfekt anpassen kann. Ja, ich gehe jetzt aufs Dach und montiere ein anderes Scope drauf. Wenn ich wieder runterspringe mit einem Fallschirm und dabei noch ein Flugzeug mit einem RPG abschieße, ja, dann kann ich im Flug wahrscheinlich sogar ja, meine Waffe wieder auf Nahkampf ändern. Oder halt im Häuserkampf, da halt auf den Scope verzichten und so weiter. Das sind alles so Sachen, die bringen einfach eine mega geile Abwechslung mit rein und viel taktische Tiefe. Schaut euch das an. Der Tornado gepaart mit sämtlichen Battlefield-Momenten, wie das Quad einfach in den Hubschrauber fliegt und man dann die C4-Taste drückt und einfach alles in die Luft fliegt. Was drumherum passiert, das ist für mich Battlefield. Das ist einfach für mich Battlefield. Also im Vergleich zu den letzten Teilen scheint Battlefield ja endlich mal wieder richtig geil zu sein. Und ich freue mich da einfach nur mega drauf. Und ich denke, ihr auch. Abschließend ist sich nur sagen, dass uns hier wahrscheinlich mal wieder ein richtiges Brett im Haus steht. Mal wieder ein richtig, 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 richtig fettes Battlefield. Und ich freue mich da so unfassbar drauf, endlich die Beta spielen zu können, mir das Spiel zu kaufen und dann zu suchten. Ja, ich habe da richtig Bock drauf, das mit euch zu spielen. Und wenn ihr mit mir zusammenspielen wollt, ja, joint einfach unseren Discord-Server. Der Link ist dazu natürlich auch in der Videobeschreibung.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst dem Ganzen doch einfach ein Abo und einen Daumen nach oben. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und in der Videobeschreibung befindet sich ein Link zum kompletten Trailer. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.